Sie gehört nicht nur zu den schlimmsten, sondern wohl auch zu den mysteriösesten Tragödien der Polarforschung, die Franklin-Expedition. Warum mussten John Franklin und die weiteren 128 Menschen bei dem Versuch, die Nordwestpassage zu durchqueren, auf grausame Art und Weise sterben? Erst in den Jahren 2014 und 2016 konnten die beiden gesunkenen Schiffe HMS Terror und HMS Erebus in der kanadischen Arktis aufgespürt werden. Jetzt gibt es die ersten wirklich spektakulären Aufnahmen aus dem Bauch des Geisterschiffs. Der HMS Terror. Klickst zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Insgesamt 129 Menschen starben wohl auf grausame Art und Weise. Im Frühjahr 1845 war die Expedition des britischen Polarforschers Sir John Franklin gestartet, um eine Abkürzung durch die kanadische Arktis zu finden, die Nordwestpassage vom Atlantik zum Pazifik. Das alles geschah im Namen der britischen Krone. Doch der Versuch scheiterte. Klar ist, alle Mitglieder der Expedition kamen ums Leben. Doch was genau Franklin und seinem Team hoch im Norden Kanadas zugestoßen ist, ist immer noch ungewiss. Eine handgeschriebene Nachricht zu dem Schicksal des Teams wurde bereits im Jahr 1859 gefunden. Sie deutet darauf hin, dass Franklin und rund 20 weitere Mitglieder bereits im Juni 1847 gestorben sind. Zu den Todesumständen selbst enthält dieses Schriftstück allerdings keine Informationen. Im Frühjahr des darauffolgenden Jahres, im April 1848, ist das Schiff höchstwahrscheinlich im Packeis stecken geblieben und die 105 übrig gebliebenen Besatzungsmitglieder hatten versucht, das Eis zu Fuß zu verlassen. Doch war es dann die Kälte, der Hunger oder gar eine Bleivergiftung der Seeleute, die ihnen den Tod brachte? Einige Relikte der Mitglieder konnten aufgespürt werden, genauso wie einige Gräber. Und klar ist, dass wohl der Kampf ums Überleben wohl lange und grausam gewesen sein muss. Manche Inuit-Geschichten erzählen von Kannibalismus. Etwas mehr weiß man mittlerweile immerhin zu den beiden untergegangenen Expeditionsschiffen HMS Terror und HMS Erebus, die erst vor wenigen Jahren aufgespürt werden konnten. Jetzt hat die kanadische Nationalparkverwaltung neue, spektakuläre Aufnahmen veröffentlicht, die Taucherinnen und Taucher im Bauch des gesunkenen Geisterschiffs HMS Terror gemacht haben. Behilflich war ihnen dabei ein kleiner ferngesteuerter Tauchroboter, der wirklich einzigartige Aufnahmen machen konnte. Das Wrack selbst wurde vor 3 Jahren, 2016, in einer Tiefe von 24 Metern in einer Bucht von King William Island gefunden. Mittlerweile wird sie als Terror Bay bezeichnet. Die Untersuchungen des Unterwasser-Archäologie-Teams dauerten 7 Tage lang und haben sich auf jeden Fall gelohnt. Das Unterdeck des Schiffes ist gut erhalten und 90% dieses Teils konnten von den Fachleuten untersucht werden. Der Anker wurde nicht ausgeworfen und das Wrack liegt aufrecht am Meeresboden. Das alles konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt erstmalig sehen und ihre Schlussfolgerungen dazu sind deutlich. Demnach sei das Schiff wohl eher plötzlich und unerwartet gesunken und sehr, sehr schnell verlassen worden. Es sieht also alles nach einem Drama aus, das sich vor etwa 170 Jahren abgespielt hat. Die Bilder der Aufnahmen sprechen echt für sich. Zu sehen sind Tische, Betten, Regale mit Flaschen, Messgeräte, andere Instrumente und Porzellan. Dazu der Projektleiter Ryan Harris. Was uns am meisten überraschte, war der unglaublich gute Erhaltungszustand. Die Kabine des Captains Francis Crozet allerdings konnte das Tauchteam zum großen Bedauern der Fachleute nicht erreichen. Doch genau hier werden nicht nur Aufzeichnungen, sondern möglicherweise auch das Logbuch vermutet. Dazu Ryan Harris. Schriftstücke könnten Aufschluss darüber geben, was passiert ist. Die Chronologie der Ereignisse, wann sich die beiden Schiffe trennten und wie sie dahin kamen, wo sie schließlich verlassen gefunden wurden. Diese Hoffnung besteht, da das kalte Polarwasser und der geringe Sauerstoffgehalt möglicherweise dazu geführt haben, dass das Papier gut erhalten geblieben ist. Schon im kommenden Sommer sollen die Untersuchungen weitergehen und die mysteriösen Todesumstände und das Schicksal der Terror möglicherweise gelöst werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind optimistisch, dazu Ryan Harris. Diese Aufnahmen bestätigen, dass die Möglichkeit, hier schriftliche Dokumente der Expedition zu finden, nicht nur real ist, sondern dass es sogar wahrscheinlich ist, dass wir eine bedeutende Zahl solcher Dokumente finden werden. Das Wrack der HMS Terror könnte damit entscheidend dazu beitragen, endlich das Rätsel um das fatale Ende der Franklin-Expedition zu klären. Das ganze Video gibt's hier bei Parks Canada, Guided Tour Inside HMS Terror. Anklicken, also hier anschauen und abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.